So, YouTube. Hallo, hallo und willkommen zu einer weiteren Folge von Worker and Resources. Die Helis fliegen hier noch fleißig an und setzen das Baumaterial ab. Ich weiß zwar nicht, wie der hier rauskommen sollte. Autsch. Eigentlich hätte er tot sein müssen, aber na gut. Wenn er meint, dass das klappt, dann kann er das ja gerne versuchen. Das sind so Kleinigkeiten, nicht wahr? Aber unser Schachplatz ist fertig. Dort wird schon fleißig Schach gespielt, zumindest von den Mitarbeitern, die da drin sind. Die Einwohner fehlen ja noch. Die Häuser sind aber gut fortgeschritten. Und ich finde die Bauphasen, habe ich eben schon gesagt, ganz gut. Hier sieht man zum Beispiel, die Balkone fehlen, die Fenster fehlen in dem Stadium. Hier fehlen nur noch ein paar interne Leitungsarbeiten, Mechanik, Fahrstühle etc. pipapo, aber da sind schon die ganzen Fenster drin und die Fassade klappt. Und die Geräusche passen sehr, sehr gut. Hört sich halt wirklich alles nach einer lauten Baustelle an. Gut, man sieht natürlich, wäre cooler, wenn Fenster auf einmal reinploppen, anstatt hochgezogen werden, aber trotzdem, dass man sieht, wie weit das ist, quasi am Gebäude einzeln und so, finde ich gut. Das hier sieht halt aus nach Rohbau, der nicht fertig geworden ist bis jetzt. Also da kann man, glaube ich, auch nochmal schön was machen. Schule und Kindergarten haben wir die Kapazität erhöht. Die Gebäude sind inzwischen fertig. 23 ohne eigene Wohnung, das heißt, die Häuser kommen mehr als nur rechtzeitig, würde ich sagen. 92,68. 94,89. Okay. Wird also auch bald fertig. Aber wir wissen noch nicht, wie wir das hier gestalten, ne? Da müssen wir mal gucken, wie wir das aufdröseln. Vielleicht ergibt sich das eher, wenn wir mal uns hier drum kümmern. Andererseits müssten die auch verbunden werden. Erstmal kann die Umgehungsstraße hier weg. Die stört, nicht wahr? Achso, ja, die kann komplett weg. Stimmt. Brauchen wir gar nicht mehr. Arrivederchinos. Muss ja auch mal was Positives geben. Oh. Mach es grüner. Naja, gut. Wird auch nicht grüner, nicht wahr? Aber die Hoffnung ist immer da. Irgendwann wird alles mit Rollrasen bei mir hier einfach Kunstrasen übersät. Und das ist gut, sobald es einen Mod dafür gibt. Wir haben heute ja ganz viele Mods durchgeguckt. Also wir haben auch neue Gebäude. Das heißt, wenn wir neue Viertel bauen, sehen die auch alle anders aus. Ja, reicht. Wird schon werden. Wir bauen da eh gleich wieder drüber. Au, oh, und hier hinten zum Beispiel. Ja, das sieht ja auch nach nichts aus. Wer hat denn das hier im Dschungel gemacht? Niemand hat hier irgendwelche Teststraßen gesetzt. Hier sollen die Schienen irgendwann langlaufen, aber die laufen jetzt hier daneben parallel. Von daher hat sich das auch alles ein bisschen verändert, warum ich das nicht wegkrieg. Ach, da sind noch Straßenreste übrig. Ah, das sind die Probleme. Erzählt mir das doch. Ihr sagt doch immer nichts. Mann, 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 Mann. So. Das heißt, hier dürfte auch noch ein irgendwas übrig sein. Ja, okay. Sehr schön. 95, 97. Geht ganz langsam runter. 5 kleine Arbeiter arbeiten hier noch. Ressourcen sind da. Hier sind ein paar mehr da. Sehr gut.
Die Tankstelle hier funktioniert auch inzwischen, wird auch angesteuert. Ja, ich glaube, die kriegen hier hinten ihre eigene Autobahnausfahrt. Okay, die Tunnel wären auf jeden Fall sinnvoll, wenn die fertig werden. Weil die ziehen auch ordentlich Arbeitskräfte raus. Und die Gebäude sind die ersten fertig. Sehr schön. Ich kaufe auch nicht aus Versehen Gebäude. Bürger? Nee. 88% Wohnqualität. Und ich sehe, für die haben wir auch noch verschiedene Skins. Weiß. Dunkel. Okay. Also das hier. Ich weiß nicht, was das andere ist. Es gibt irgendwie zwei. Aber wo der andere seine Änderungen hat, weiß ich nicht. Vielleicht habe ich auch aus Versehen irgendein Asset doppelt runtergeladen, was jetzt doppelt drin liegt. Aber das ist eine Kleinigkeit wie Farben. Aber ich lasse die erstmal in dem Stil. So, und dann wirkt das da schon ein bisschen mehr nach Innenstadt hier hinten. Nach Großmetropole. Hier vor Ort nicht. Dann ein bisschen größer und dann höher. Achso, mit den Bussen wollten wir noch gucken, dass die sich hier nicht wieder so verkeilen, nicht wahr? Hier haben wir zum Glück alles noch auf Experimentalmodus. Das heißt, hier können wir durchaus nochmal alles wegnehmen. Und gucken, dass wir das erstmal angebaut kriegen. Ich weiß nicht, was passiert, wenn ich das da wegnehmen würde. Kann das weg? Nein. Ein Teil der Infrastruktur. Es gibt mehrere Fahrzeuge. Wartet. Jetzt? Nee. Jetzt. So. Das so einmal weg, bitte. Und wir müssen ja da ran. Das ist so ein bisschen das Problem. Das Waisenhaus steht ein bisschen im Weg. Das hätte südlicher gekonnt, aber da wusste ich noch nicht, wo die Schienen langlaufen. Deswegen haben wir es so gebaut. Ist auch noch nicht überfüllt. Eventuell müssen wir das nochmal abreißen. Wobei ich auch so eine Straße hier direkt neben dem Ding ganz gut finden würde. Vielleicht im gleichen Abstand wie die da. Bahnübergang nicht erlaubt. Ja, manchmal ist komisch. Und dass die denn hier so zusammenlaufen irgendwie. Ja, eben hat das doch gehabt. Ah, nee. Da gibt es so einen Punkt, wo er sagt, die sind parallel. Ja, komm. Oder so ran und so ran. Hätten die auf jeden Fall mehr Optionen. Nur beim Rausfahren noch nicht. Wenn wir jetzt erstmal das bauen, um zu gucken, ob das was wird, wäre, glaube ich, gar nicht schlecht. Oh, der Weg hier war nicht gerade, ne? Der kann auch nochmal weg. Und hier kommen wir eh nicht durch. Das sind zwei voneinander abgeschottete Ecken. So oder so. Eigentlich brauchen wir hier auch gar keinen Gehweg dann. Also für wen und warum und wohin, nicht? Also auf der Seite kann man eh nicht laufen. In irgendeiner Weise. Man muss eh hier lang oder da hinten lang. Hier ist so ein toter Spot.
Das einzige, wer rüber muss, wären hier die Feuerwehrdinge. Ein Stromkasten, gut, aber das geht auch so. Und die hier. Die Arbeiter. Aber die müssen eh zur Bushaltestelle nur. Aber von daher können wir das, glaube ich, auch verschmerzen, wenn das nicht ganz so geil ist. Oh, wieder mit der dicken Hand die falsche Taste erwischt. Das passiert mir öfter. Ja, das ist zu eng. Aber hier haben wir ja auch da den Weg raus. Also den hässlichen Weg hier bräuchten wir gar nicht. Ja. Nur das Ding hier brauchen wir in irgendeiner Weise halt. Da habe ich nicht dran gedacht. Den kriegen wir nicht anders hier raus. Ah, Winxin hat einen Anschlusspunkt. So, die Busse haben hier auf jeden Fall jetzt mehr Fahrweg. Das gefällt mir schon gut. Und dann können wir das hier schon mal in eine Rollbahn umwandeln. Eigentlich wäre es cool, wenn das die gleiche Ausrichtung hätte, ne? Ah, geht doch. So. Und danach wird das Kiesstraße. Manchmal fehlen mir so kleine Deko-Objekte, die man einfach hinsetzen kann, nicht? So Reifen und irgendwas. Jetzt geht es so los, dass man sagt, oh, ich brauche diese ganzen Feinheiten. Okay, es geht jetzt noch am Laden. Ich will mehr Details. Nicht? Auch hier am Platz eine Bank oder hier ein Mülleimer oder irgendwas. Auch wenn es gar nicht benutzt wird. Ich meine, ich habe durchaus ein paar Sachen, aber die kann ich im realistischen Modus halt nicht bauen. Das ist ein bisschen blöde, dass man da nicht so die Möglichkeiten hat. Okay, wieder keiner, der zu Hause wohnt. Steigert auf jeden Fall die Zufriedenheit. Ein Arbeiter ohne Job. Oha. Was? Und doch, der Müllplatz kommt bis da hinten hin. Dann war da vorher nur der Weg nicht fertig. Das heißt, alles hier ist versorgt mit einem Müllplatz. Der Müllplatz muss also richtig arbeiten. Aber cool ist es. Wasser haben sie und Strom haben sie auch. Okay, dann haben wir erstmal 200, 300, 400 Leute vielleicht Möglichkeiten. Die haben Sport in der Nähe. Die haben einen Kindergarten hier drüben. Wir haben hier eine Schule. Hier eine Kneipe. Essen, Trinken, Kultur. Kirche fehlt denen. Die letzte Kirche ist da. Das heißt, irgendwo hier muss noch eine Kirche in das Gebiet, aber das kann später kommen. Und Krankenhaus haben sie ja auch. Okay. Jetzt bauen wir die Tunnel endlich fertig. Forschung ist abgeschlossen. Nuklearwissenschaften. Sehr gut. Dann erforscht ihr jetzt nicht die Uranminen, ihr erforscht jetzt 1979 das Fernsehen. Die Mondlandung ist längst passiert, weil wir forschen da jetzt dran. 95%. Irgendwie kommt das nicht voran, habe ich im Gefühl. Noch 300 Arbeitstage, insgesamt 570. Hier noch 2000. Auch noch 309. 370. Also drei sind ungefähr auf einem Niveau. Und jetzt, wo wir das haben, könnten wir eigentlich die Forschen auch noch. Können die Forscher erhöhen ein bisschen.
Was ich gar nicht eingeplant habe, und zwar nirgendwo, sind Parkplätze. Ja, der Stau ist okay. Arbeitslosigkeit zu hoch. Ach, ich habe den schnellen... Ja. Ich habe den schnellen Laufmodus. Was wollt ihr? Ihr wartet... Ein Gebäude ist abgebrannt. Hä? Weil hier nicht genug Feuerwehrleute drin waren. Ist okay. Das ist meine Schuld. Da ist auch kein kritisches Gebäude, nicht? Das lassen wir auch ganz normal abreißen. Stau. Ja, okay. Der Beschleunigungsmodus, der war nicht gut. Der war, glaube ich, gerade nicht gut. Der hat zu viel Probleme verursacht. Arbeiter ohne Job. Ja. 19% Arbeitslosigkeit. Was? Okay, das ging aber schnell. Ja. Das heißt aber auch hier müsstest du ja einen Arbeiter hinbringen. Langsam wieder voll werden. Oder? Hier müssten auch jetzt so viele Arbeiter sein. Und regelmäßig nachkommen. Da warten noch jetzt richtig viele. Holt sie euch... Oh, das war der falsche Beschleunigungsmodus. Geh mal auf den zu schnellen. Der hier, der geht halt noch. So, jetzt können wir die Straße hier hübsch machen. Zack. Dann sieht das doch schon ein bisschen besser aus, die Ecke. Nicht mehr ganz so roh und... ja, offen. Impfung immer noch nicht erforscht. Schade. Gebäude auch schon wieder ordentlich voll geworden. Und 7% Arbeitslosigkeit. Wie viel arbeiten jetzt hier drin? 89. Chemikalien fehlen. Oh, krass. Okay. Verbrauchen die jetzt die Chemikalien? Oh, die verbrauchen die Chemikalien schneller, als der eine reinarbeiten kann. Das ist das Problem hier. Oh. Okay, warte. Wo ist der Chemikalien-Truck? Dann brauchen wir von dir einfach einen größeren. Der kann nämlich nur 2,7 Tonnen fahren. Und dann kaufen wir da einfach einen großen. Weil wir haben nur einen Stellplatz. Von daher würde das nicht gehen. Ich gehe hier mal auf die Gesamtkapazität. 5,1 Tonnen, 5,0 Tonnen. Ich würde den hier irgendwie gerne mal sehen. Deswegen kaufen wir einfach den. 16 Meter, der andere 17. So. Und dann haben wir einen LKW sogar übrig. Du klonst dich auf diese Linie. Oh, du tankst und dann fährt er direkt los. Sehr gut. Fünf Tonnen Chemikalien. Dann ist nämlich eine halbe Ladung, die er hier runterbringt. Das ist nämlich mehr... Oh, es geht echt weg. Vielleicht müssen wir auch beide fahren lassen. Okay, wir lassen mal beide fahren einfach. Anscheinend brauchen die gerade so viel. Oh. Neues Polizeiauto verfügbar. Nicht schlecht. Was sagt eigentlich die Polizei? Reicht noch, oder? Ja. Gut, da hinten hat man eine kleine... Vielleicht wäre eine kleine Polizei hier vorne irgendwo gar nicht verkehrt. 6% Arbeitslose. Hier sind auf jeden Fall gut Leute drin. Stoff ist aber nicht so gut drin.
Weil immer noch die Chemikalien fehlen. Na gut. Ich glaube, hier mit den Bussen, das ist echt gut, dass die jetzt zwei Anfahrtwege haben. Dann teilt sich es wirklich ein bisschen auf. Und da können die sich nur gegenseitig blockieren beim Reinfahren. Okay, das muss man auf jeden Fall beachten, dass man hier rein- und rausfahrende Busse nicht auf derselben Straße hat. Das, gut, das kriegt man so oder so nicht immer weg. Impfungen abgeschlossen. Ich kann schon wieder Impfungen. Mache ich erhöhen der Geburtenrate mal. Wir brauchen einfach mehr Einwohner. Der Fernseher ist gleich erforscht. Du brauchst noch ein bisschen. Du bist ja nur eine kleine Forschungsecke. Und hier dürfte auch noch alles im grünen Bereich sein. Von den Kapazitäten. Locker passen. Ich meine, die Zufriedenheit ist gut. Die Gesundheit geht immer noch hoch. Nur ein bisschen Kriminalität, Alkoholkonsum und Schlaganfall. Okay. Keine Kultur genießen. Ja, gut. Vielleicht, wenn die Züge fahren, wird das besser. Und ich meine, wir haben 7 Millionen. Wir sollten damit anfangen. Wir bauen das große Eisenbahnbüro. Wo ist es? Eisenbahnbauamt. Achter. Okay. Das ist so die Sache. Ja, okay. Einmal soll es hier hin. Dann kriegt es eine Anbindung an die Straße. Und wir haben hier die Schiene. Die müssen wir mal gucken, ob wir die so bauen wollen. Ich finde eigentlich nicht. Und es fehlt... Wir brauchen wahrscheinlich am Anfang Dieselzüge. Eine Dieselladestation. Ja, okay. Das heißt, die müssen auch irgendwo tanken. Das heißt, hier wäre eigentlich eine gute Stelle, wenn die Züge eh alle nach hier hinten fahren. Hier eine Tankstelle zu haben. Dann fahren die hier zum Tanken und wieder zurück. Blöd, dass das hier nur ein Schienenverkehr sein kann und nicht zwei Schienenverkehr. Das macht das Spiel irgendwie nicht. Also... Hätten wir irgendwie nochmal was abreißen müssen oder so. Hier kommen wir drüber, aber hier kommen wir irgendwie nicht drüber. Vielleicht liegt es auch im Parallelmodus. Also hier kann man... Wow, okay. Na klar, man könnte die sich so kreuzen lassen, aber wollen wir das? Ich glaube nicht, oder? Ich glaube nicht. Gut. Das heißt, hier können wir mal... Oh. Das Dieselding vorsehen. Ich hoffe, das ist nicht so groß. Flüssigkeiten, Schüttgut, Zugtankstelle, da. Kleine reicht erstmal, würde ich sagen. Die Straße nach oben. Wir müssten hier aber Tank-LKWs hin. Das will ich eigentlich ja nicht haben. Gut, die könnten eine eigene Anbindung kriegen. Hier sollte ja eigentlich ein Stadtviertel hin. Weil die Züge müssen bis hier hinten zum Tanken. Ich meine, das ist hier nur eine von mehreren Tankstellen, die wir bauen werden.
bauen wir sie erstmal hier hin. Achso, jetzt können wir wieder in den Parallelmodus gehen. Und jetzt wollen wir hier unten ran. Entweder geschwungen oder gerade. Ich bin eher so ein Fan, leichte Kurven nur. Andererseits ist das hier eine Autobahn. Bedeutet, wahrscheinlich wird das eher eine Brücke werden. Dann gehen wir erstmal hier. Hoch. Dann nehmen wir, welche nehmen wir denn? Die hat Pfeile 58 Meter. Die kriegen wir da aber nicht hin. Okay, müssen wir noch einen Zentimeter mehr nehmen. 15 Meter. Zu steil. 12 Meter ist mehr, kriege ich nicht hin. Okay. Aber bei 12 ist, glaube ich, nämlich das Ding ein bisschen sehr flach, oder? Aber geht schon. Geht schon. Da habe ich schon mal Schlimmeres gebaut. Ist vielleicht, glaube ich, generell besser, wenn die da rüber geht. Jetzt ist so das Problem, die Schiene, die müsste ja darauf zum Tanken, das heißt, die müssten hier auch abgehen und hier drüben ankommen. Also wir wollen auch eine Schiene, ja, ich weiß noch nicht wie, hier unten langlaufen lassen natürlich, für Frachtzüge. Deswegen haben wir da ja genug Platz gelassen. Das heißt, wie kommt die da rüber? Und die müsste da drüben ran. Und dann könnten wir nicht damit Diesel tanken. Okay. Machen wir es nochmal so. Auch 12 Meter hoch. Jetzt über die Autobahn. Ah, die kommen im scheiß Winkel dann hier nämlich an. Das heißt, hier müssen wir eher rum schon. Oh, 12. Die kann nur gerade gehen. Die andere hier kann nämlich auch nicht gerade gehen. Und das hier wäre ein krasser Bogen halt. Okay, vielleicht ist es einfacher, wenn wir von den Seiten aus rangehen erstmal. So. Das heißt, du gehst da irgendwie so ran. Oh. Du gehst auch noch ein Stück. Verbindungswinkel ist zu scharf. Okay, das geht aber. Und dann müsstest du direkt drüber. Ja, dann gibt es hier hinten halt kein Stadtviertel. Ich meine, ich glaube, wir brauchen es ja auch nicht mehr.
Oder das muss irgendwie durch die Schienen verbunden werden, keine Ahnung. So. Auch blöd, dass wir zwei Brücken brauchen. Wir können natürlich eine Brücke machen, die in der Mitte kommt und sich hier teilt. Andererseits hätten wir so wirklich getrennt den Verkehr von den verschiedenen Typen. Nicht? Das eine ist Personenverkehr, das andere ist Lieferverkehr. Das heißt, da wäre auch die Tanklade-Dings. Ja, da bräuchten wir die doppelte Van. Ich weiß nicht, ob das hier zu eng wäre. Ja, das würde mir nicht gefallen. Ja, wo tanken wir die? Hier wäre natürlich optimal zum Tanken lassen. Aber das kriegen wir nicht mehr ran. Das habe ich nicht bedacht. Und ein Gebäude brennt. Ein wichtiges Gebäude? Nö. Okay. Also, apropos wichtiges Gebäude, wir müssen hier auch sagen... Achso, wird noch entsorgt. Feuerwehrmänner sind drin. Sehr gut. Warum? Wir finden keine Straße. Warum nicht? Oh no. Die hängen hier. Shit. Ja, okay. Dann wird's abbrennen. Da ist der Feuerwehrbug wieder. Alle Fahrzeuge nach Hause rufen. Klappt das? Ah ja, okay. Wunderbar. Puh. Vielleicht schaffen wir es doch noch. Das heißt, das Gebäude hier hat gebrannt und ich habe es nicht mitbekommen. Fernsehen wurde erfunden. Okay, wunderbar. Feuer gelöscht. Hier fehlen noch 11 Tonnen Müll, der abgeholt werden muss. Das kriegt ihr doch hin. Warum bist du einfach nicht zugewiesen? Auch nervig. Was machen die Tunnel? Oh, einer ist fertig. 93. 98. 98, ein bisschen mehr 98. Na gut. Das heißt aber... Die erste Unterführung durch die Stadt wäre da. In Farbe und Bunt. Wer weiß, wer weiß. TV-Stationen, Uranminen. Uranminen passen aber in die Zeit, nicht? Deswegen, wir erforschen es einfach. Man besser haben als brauchen. Ihr kennt meinen Leitspruch. Sieht aus, als ob hier Parkplätze sein sollten. 5% Arbeitslose. Haben wir denn jetzt hier inzwischen genug Chemikalien drin? Ja. Wir müssen trotzdem beide fahren, um das zu packen. Krass, hätte ich nicht gedacht. Aber dadurch kommt jetzt hier auch wieder Stoff rein. Und unser Geld, 354.000. Was haben wir denn bitte exportiert diesen Monat? Aktueller Monat. Bitumen und Treibstoffe. Ah, ich glaube, hier kommen wieder mehr Arbeiter an. Wo ist der Bus? Achso, du warst tanken. Ich habe mich gerade gewundert, hä, habe ich noch die Feuerwehr aus Versehen zugewiesen? Small Rural Station. Nee, die können wir auch noch umbenennen. Haltestelle
Werk 1 Treibstoff oder sowas. Ich weiß, der Name wird mir morgen nicht mehr gefallen. Also, wie viele Leute hast du dabei? 66 immerhin. Sehr gut. Gehen da schön hin. Klingsi klongsi. Dann kommt nämlich ein bisschen was rum. Ah, da haben wir wieder leichte Vorräte. Sehr gut. Das war mal voll, nicht? Oha! Ihr müsst mich erinnern, den Bot zu starten. Ja gut, kann man ja auch mal vergessen. Muss mir den automatisch auf die Taste legen. Hallo? Maximum. Wo ist Zug? Ich löse das natürlich nachträglich aus. Rahmen. Wo ist denn Rahmenzug? Rahmenzug Big heißt der. Alles klar, den habe ich gesehen. Wartet. Rahmenzug Big wollt ihr haben. Ihr kriegt Rahmenzug Big. Da ist Rahmenzug Big. Oh. Ich glaube, ich sitze da sogar ein bisschen davor. Man sieht den Zug gar nicht. Man sieht nur die Schienen unten. Tut tut. Und den blauen, schönen Himmel. Ich muss da nochmal ein paar bessere raussuchen. Es ist Mittwoch. Und eine Dreier-Stream-Serie. Auch was Gutes. Wo ist die 30er-Stream-Serie nur geblieben? Der zweite Tunnel ist fertig. Sehr gut. Das heißt, nochmal mehr Arbeitskräfte, die übrig bleiben. Das dauert noch kurz. Das dauert noch kurz. Hier sind Arbeiter drin. Hier sind die Materialien drin. Stoff ist mehr drin. Und Kleidung sammelt sich auch wieder an. Och, es ist ein Traum. Wir sind wieder zurück. Oh, es hat sehr viele Einwohner gekostet. So, ja, jetzt sind wir aber immer noch nicht klüger mit dem Betanken, nicht wahr? Hier hinten wäre es perfekt gewesen, aber ich krieg's hier nicht ran. Selbst den einseitigen Betanker würde ich hier nicht hinkriegen. Oder? Ja, den könnte ich gerade so hinkriegen, den einseitigen Betanker. Aber hier ist die Weiche. Das heißt, das würde nicht helfen. Ich meine, hier würde ich ihn halt hinbekommen, aber hier will ich ihn nicht haben. Und hier brauchen wir halt auch eine Weiche, nicht? Damit die rüberkommen im Zweifel. Weil sonst können die sich hier hinten nicht verteilen. So, und das geht natürlich in eine andere Richtung. Das soll separat sein. Und das ist gut, dass morgen Mittwoch ist. Freitag wäre besser. Wochenende hat mir nichts zu tun, außer sich ausruhen. Ja, als armer Streamer muss man auch am Wochenende live sein. Okay, jetzt haben wir immer noch aber keine Schiene, die nach hier oben führt. Das heißt, wir bräuchten ja auch noch eine, die hier rüber geht. Ja, so. Ich baue die erstmal in der Form und die muss ja in beide Richtungen gehen. Und das ist blöd. Jetzt kommt nämlich die Sache, wenn das Baubüro so wäre, dann könnte es nicht beide Seiten bauen. Das Baubüro muss lustigerweise am besten so angeschlossen sein. So, und dann hier das Baubüro. Weil, wenn das Baubüro so angeschlossen ist, wie ein Dreieck, dann bauen die die Mitte dazwischen nicht. War zumindest früher so. Ich weiß nicht, ob die inzwischen in die Richtung fahren und dann da zurücksetzen. Aber früher haben sie das nie gebaut. Das war ziemlich beschissen. Okay, aber wir würden hier grundsätzlich ja hinkommen. Aber wie machen wir das mit den Brücken? Wir bräuchten ja zwei Brücken. Oder wir machen eine Brücke rüber. Aber ja, wie die Brücke hilft ja auch nicht.
Und als Streamer muss man am Wochenende Fahrrad fahren. Das auch noch. 5 Minuten ohne Brille. Na, da würde ich ja stehen bleiben dann. 5 Minuten. Forschungsprogramm abgeschlossen. Mehr kleine Menschen kommen in unsere Republik zur Welt. Ich will es doch hoffen. Vielleicht lösen die ja unser Schienenproblem. Das ganze Schienensystem hier hinten gefällt mir gar nicht. Das Problem ist auch, wenn das zu kurz ist, kann kein Zug hier wechseln. Das heißt, hier bringt mir das schon gar nicht mehr. Ich müsste die... Ja, okay, wir machen das anders. Mach mal weg hier. Die müssen hier vorne irgendwie zusammenlaufen und mit einer Brücke rüber. Sonst bringt mir das gar nichts. So, das hier ist okay, nicht? Bis hierhin ist... Kann ich es nicht anders machen. Hier will ich keine Weiche so früh nach dem Start. Hier sollen ja längere Züge auch reinfallen können. Das heißt, hier startet das. So, hier haben wir 2 Dinger. Okay, das heißt, wir können auch 2 parallele Brücken hier rüber machen. Und dann von hier verteilen lassen mit einer Weiche. Vielleicht können wir dann da an die Straße, die das Ding hinmachen. Ich meine, das ist ziemlich weit rechts. Ja, okay, wir gucken mal, ob wir das hinkriegen. Wir fangen mal mit der an. Also, 12 Meter hoch. Oh, und wir bauen die hier parallel, ne? Das kann man ja machen. Dann sagten wir die hier. So, dass die über alles drüber kommt. 75 Meter klingt nach einem Plan. Also das Parallelbaum von Schienen ist schon besser als in vielen Schienenspielen, nicht wahr? Und dann wollen wir hier erstmal wieder runter. Okay. Forschungsprogramm abgeschlossen. So, jetzt wollen wir hier eigentlich die Tankstation haben. Und ich glaube, dann komme ich nicht mehr rum. Das dürfte zu eng werden. Das hier ist okay. Da könnte ich ja auch so hingehen. Aber das hier wird ein Problem. Da komme ich nicht rum. Das heißt, hier... Grundsätzlich kann ich die Schiene natürlich anders legen. Und sagen, die wird zum Beispiel eher nach oben gehen. Und kann sagen, hey, so. Aber dann muss das hier weiter rum. Das heißt, das auch weniger gebogen. Es ist, glaube ich, auch schöner dann. Arme Streamer, sowas gibt's doch gar nicht. Ihr habt doch alle eine 30 Millionen Yacht in der Karibik und 5 Schweizer Nummernkonten. Finanzamt macht Auge auf jeden Fall, ja. Ich würde sogar sagen, wir können da ein bisschen noch länger lassen. Wäre auf jeden Fall, ich würde nicht Nein dazu sagen. Wenn ich sowas hätte. So. Mit meinen Kanalpunkten könnte ich dich 2 Stunden 35 Minuten ohne Brille spielen lassen. Ich würde es ja nach 3 Mal einfach deutlich erhöhen auf 100.000. Spreng die Kirche. Für den Fortschritt muss man Opfer bringen. Ist ja sogar ein Ziel in dem Spiel, dass man die Kirchen irgendwann theoretisch rauskriegt, nicht wahr? Also, dass man die gar nicht will oder braucht weiter. Jetzt sind wir zu weit unten. Kann das sein? Ja. Müssen ein bisschen mehr
Okay, also das war zu wenig. Wir müssen ungefähr so. So hier ankommen. 74 Meter. Und jetzt runter. Das kostet so viel Platz. Okay, jetzt ein Millimeter, weil wir falls hier ein Signal setzen müssen in irgendeiner Weise. Wenn ich den jetzt hier hinflansche. Warte. Erst den hinflanschen, dann die verbinden. Ich glaube, dann haben wir wieder nicht genug Platz, um da ranzukommen. Ja. Die Seite wäre immer noch egal. Da kann man machen, was man will. Selbst wenn wir das jetzt ein bisschen drehen, dann komme ich hier irgendwann, obwohl hier komme ich an den Häusern vorbei, ziemlich eng. Okay, warte. Ich lasse das mal. Ne, kann ich nicht stehen lassen. Und eigentlich ist die Aufnahme schon vorbei. Weg mit der Brille! Oha! Jetzt sehe ich nichts, aber ich würde sagen, das erfahrt ihr in der nächsten Folge. Ich bin so gemein.